Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute im Video zeige ich euch einen super leckeren italienischen Brotsalat. Der wird leicht süß und super aromatisch mit Rosmarin. Dann brauchen wir auch noch Kirschtomaten und was sonst noch reinkommt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst brauche ich etwas Olivenöl. Das gebe ich in eine Pfanne, erhitze das Ganze. Dann den Rosmarin dazu. Und etwas vom leckeren süßen Honig. Kurz umrühren. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Salami. Die wird kurz in Streifen geschnitten und dann in der Pfanne schön kross angebraten. Gleich kommt dann noch das Baguette dazu. Das schneide ich noch vorher in feine Würfel und danach ab damit in die Pfanne. Kurz umrühren und anrösten und dann beiseite stellen. In eine Schüssel gebe ich dann den Rucola. Die Tomaten werden halbiert und dazugegeben. Und dann noch abgewürzt mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Anschließend noch mit dem restlichen Salat vermischen. Parmesan dazu und etwas Kresse. Und schon ist der süße Brotsalat fertig. Der Salat ist natürlich genau das Richtige zum Grillen. Er ist nicht zu süß, er ist aber auch durch den Rucola nicht zu bitter. Die Kombination ist einfach perfekt. Wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, sind die genauen Zutaten wie immer unten in der Infobox aufgelistet. Und wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und schaltet morgen wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Appetit.